Ja, willkommen zurück bei Alien Incident. In der letzten Folge haben wir schon hier einiges eingesammelt. Also erfolgreich als verkleideter Kürbis hier durchgeschlichen. Als nächstes müssen wir noch unseren Onkel und Großvater befreien und ja, von hier entkommen natürlich. So, jetzt haben wir auch die Zugangskarte vom Chef. Aha. So, Access to the Text Highlight Below. Hier waren wir noch nicht, oder? Ja, bist du. Was willst du? Ich bin vom Wartungsdienst. Vom Wartungsdienst? Komisch. Der Mann war doch vorhin gerade hier. Sah dir kein bisschen ähnlich. Wirklich? Aber ich... Wie? Zeig mir mal deinen Ausweis. Ja, ich habe ihn weggegeben. Keine Zugangskarte, wie? Wenn das ein Witz sein soll, steck mal deinen Kopf aus der Luftschleuse. Aber nein, das ist ja jämmerlich. Nun sag mir bitte, wer du wirklich bist. Ich hab's ihnen doch schon gesagt, dass ich vom Wartungsdienst komme. Ich soll ihre Kapsel durchsehen. Langsam wird die Unterhaltung müßig. Sind wir hier in einer X-Akte oder was? Jetzt reicht's. Eine gute Landung noch. Landung, Sir? Okay. Kartenschlitz. Das ist alles in Aliensprache. Ich erkenne aber ein Wort. Boss. Ich hole lieber erst meinen Onkel und meinen Großvater. Okay, holen wir den Großvater. Also müssen wir nochmal ins Gefängnis. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Wahrscheinlich hier. Nee. Achso, wieder Geschwindigkeit erhöhen. So läuft es besser. Ja, der Typ ist noch nicht wieder da. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was man mit dem Ring auf sich hat. Da war ja so eine Art Ring mit einem eingebauten Mikrochip drauf. Da war so eine komische runde Schlitz. Zellenblock 01, Deck 38, Passwort Sauna. Ah, verstehe. Der 38 und Passwort Sauna, da müssen wir bestimmt oben in diesem Automaten einstellen. Ich kann nicht durch die Tür gehen, na gut. Sauna. Ich will mal betrachte Tür, das ist natürlich falsch. Ja, ja. Die Karte buchstäblich geschützt. Ich probiere mal das Passwort vom LCD-Bildschirm der Gefängniszelle aus. Sauna. Ja, das war's. Willkommen. Achtunddreißig brauchen wir.
Und dann musst du es irgendwie öffnen. Danke, dass sie alle befreit hat. Roten Alarmstatus. Achtung! Die Gefängniszellen wurden auf jedem Deck geöffnet. Ein potenziell gefährlicher Gefangener ist entkommen. Uah. Was war das? Ach so. Okay. Na dann. Weiter. Was ist mit der Gefahr? So, jetzt müssen wir wieder zum Gefängnis. Und jetzt müssten sie heraus sein, ne? So. Huhu, schätze, ich habe das Kraftfeld ausschalten können. Das was? Oh, du hast recht. Das Kraftfeld ist wirklich aus. Jetzt sehe ich's. Wie hast du das geschafft? Das erzähle ich euch später. Jetzt müssen wir erstmal weg von hier. Stimmt. Können wir auf dem Weg raus, auf dem du hergekommen bist? Das ist keine so gute Idee. Weißt du, um in den Transporterraum zu kommen, müssten wir unbemerkt durch den Sicherheitsraum gelangen. Und das wäre etwas schwierig. Da drin ist ein Wachdroide und außerdem Dutzende auf uns gerichtete Kameras. Klingt vernünftig. Gibt's eine andere Möglichkeit? Naja, ich habe die Karte für die Rettungskapsel des Boss. Gut, nicht? Tatsächlich, die Karte zur Rettungskapsel des Boss? Wie? Ich frage auch nicht, wo du die her hast. Weißt du, wo die Kapsel ist? Ich glaube schon, folgt mir. Später. Das war's, auf geht's. Was ist denn? Hast du Angst? Komm schon, das Ding zu fliegen ist so einfach wie Radfahren. Aber du kannst doch gar nicht Radfahren, Ben. Hm, stimmt, na kommt. Guten Abend, Euer Exzellenz. Sind Sie sicher, dass Sie die Rettungskapsel starten wollen und die Selbstzerstörungssequenz aktivieren? Danke, dass Sie den roten Knopf gedrückt haben. Das Schiff wird sich nun selbst zerstören. Aktiviere die Startsequenz der Rettungskapsel. Haben Sie einen schönen Tag. Was ist los? Die Erdlinge sind entkommen, Sir. Was? Laut Bordcomputer ist die Selbstzerstörung eingeleitet worden und ihre Rettungskapsel ist gestartet. Nein! Brecht den Countdown ab, feuert Protonentorpedos, baut mir eine neue Rettungskapsel, tut doch was! Zu spät, Sir. Der Schiffsantrieb ist schon zerstört. Wir rasen auf die Erde zu. Rettungskapsel. Oh. Was für ein Flug, Leute. Allerdings, aber wo ist Ben? Keine Ahnung, ich dachte, er sei schon hochgeklettert. Enkelkind, wo steckst du? Ben, bist du noch da unten? Ben! Oh nein! Ich habe ihn verloren und ich konnte ihm nicht mal sagen. Das ist einfach furchtbar. Ben, wo bist du?
Ich dachte schon, ich hätte dich verloren, Kind. Ich auch. Ich bin ja drüben, Großvater. Oh, gut gemacht, Junge. Hallo, da bist du ja. Du kennst diese Erscheinung? Ich hatte dir doch von dem Wesen erzählt, dem ich in den Höhlen begegnet bin. Ach ja, stimmt. Danke, Ben. Dieser Tag wird lange nicht vergessen. Du hast heute nicht nur deine Galaxis, sondern auch meine gerettet. Jetzt, wo das Schiff eure Welt nicht mehr umkreist, kann ich sicher zu meiner Heimatwelt zurückkehren. Meine Galaxis braucht mich. Lebt wohl und nochmals Dank, ihr Menschen. Da geht er hin. Faszinierend. Ein Jammer, dass ich den Fotoapparat nicht dabei hatte. Stimmt, das Wesen hätte ein tolles Familienbild von uns machen können. Genau. Und ich habe noch nie so ein Wesen fotografiert. Es hätte sich in meiner Sammlung von Alien-Fotos bestimmt prima gemacht. Bestimmt. Leute, bin ich müde. Ich gehe jetzt schlafen. Ist gut, Ben. Ich bleib noch ein Weilchen auf. Mir kommt eine Idee, wie man den Wurmlochgenerator verbessern könnte. Wie denn? Man müsste die Reichweite des Generators vergrößern. Es ist eigentlich ganz einfach. Siehst du? Wenn ich den Energiefluss des Strahlengenerators umkehren könnte, indem ich den größten Teil der negativ polarisierten Strahlung des Feldes umlenke, durch den tertiären Antimaterieleiter jage und die gravimetrischen Sender bla 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 bla. Hä? Oha. Alien Incident. Ja, da liegt es am Grunde des Meeres, das Alien-Raumschiff. Und wir haben das schöne Adventure Alien Incident geschafft. Ja, und beim nächsten Mal hier auf dem Kanal ein anderes Spiel. Auch wieder ein älteres. Mal sehen, was wird. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astron hier und wir lassen natürlich den Nachspann laufen. Mal sehen, ob noch irgendwas passiert. Nach dem Abspann kommt diesmal auch wieder eine Post-Kredit-Szene. Also warten wir's mal ab. Tschüssi, sage ich schon mal. Thank you.
Ben, ich möchte dir was zeigen. Ja, was denn? Meine neueste Erfindung. Es ist ein... Moment mal, das habe ich noch nie gesehen. Ein großer roter Knopf. Wofür ist der da? Nicht drücken. Große rote Knöpfe. Ben, nicht. Das wollte ich doch gerade sagen. Nicht den Knopf drücken. Zu spät. Klick. Da gehen Sie hin. Das war das Ende. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Let's Play hier auf dem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Glocke rein und Ding abonnieren. Und ihr verpasst keins meiner Let's Play mehr. Tschüssi. Und natürlich fröhliche Weihnachten.